So Leute, ihr werdet gleich ein Video sehen mit einem Thema, was bei mir persönlich sehr viel bewegt hat. Ich habe eine Nachricht von einem Abonnenten bekommen und ich musste einfach dazu ein Video machen. Das ist an euch alle gerichtet, nehmt es euch zu Herzen, guckt es bis zum Ende an. Ich habe Bilder in den Hintergrund gepackt, die manchmal auch was mit dem zu tun haben, was ich sage. Aber ihr müsst nicht unbedingt zuschauen, es reicht auch, wenn ihr zuhört. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal und haut raus. Ich bitte euch wirklich, schaut es bis zum Ende an. Und zwar habe ich gerade eine Nachricht bekommen von einem Abonnenten, der mir erzählt hat, dass er seit 10 Jahren leidenschaftlich tanzt und jetzt die Chance hat, an einer sehr bekannten Akademie angenommen zu werden. Dass er tatsächlich die Möglichkeit hat, sein Leben mit Tanzen zu finanzieren. Doch seine Eltern wehren solche Gedanken strikt ab und möchten, dass er etwas studiert, denn alles andere sei, wie sie sagen, zu unsicher. Und dann schrieb er auch noch, dass er mittlerweile eine Karriere als professioneller Tänzer als sinnlos ansieht, da es nur wenige tatsächlich schaffen und dass er unsicher sei, ob er überhaupt noch tanzen oder sich lieber auf wichtigere Dinge konzentrieren möchte. Und ich werde ihm seine Frage jetzt beantworten und meine Aussage könnt ihr alle auf eure eigenen Ziele für eure Zukunft anwenden. Leute, für ein glückliches Leben ist eine Sache extrem wichtig. Ich kenne ein bekanntes Zitat von dem Philosophen Konfuzius, was ich schon seit Jahren in meinem Kopf habe. Und zwar hat der einmal gesagt, wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Ich sag dir, Digga, überlege dir, wie viele Stunden an Arbeit du in einem gesamten Leben investieren musst, um dein Geld zu verdienen. Sehr viel. Und jetzt stell dir vor, diese Arbeit ist etwas, das du nicht gerne machst und wofür du dich demotiviert morgens aus dem Bett quälst und auf der Arbeit 20 Mal auf die Uhr schaust und jedes Mal ausrechnest, wie lange der Feierabend noch entfernt ist. Es ist richtig, dass du damit großer Sicherheit dein geregeltes Einkommen hast, also müsstest du glücklich sein, oder? Natürlich nicht. Du möchtest doch nicht 45 Jahre lang 40 Stunden die Woche etwas machen, das du nicht vom Herzen machst. Du wirst unglücklich sein. Deine Eltern sagen dir, du hättest eine Sicherheit. Sie haben recht. Für den Rest deines Lebens ist dein Unglücklichsein gesichert. Und jetzt stell dir vor, du gehst deinen eigenen Weg. Hörst auf deine Gedanken und dein Herz, ohne dich von anderen beirren zu lassen. Ich sage nicht, dass du gar nicht auf deine Eltern hören solltest. Du musst deren Meinung verstehen und akzeptieren und dann mit deiner eigenen abwägen, um zu entscheiden, was sinnvoll für dich ist. Wenn du deine Leidenschaft zu deinem Beruf machen möchtest und mit jeder Faser in deinem Körper dabei bist, warum sollte es dann nicht klappen? Wenn du erreichen möchtest, was du dir vornimmst, dann verschwendest du nicht mehr eine Sekunde an den Gedanken, dass es nicht klappen könnte. Du kennst doch die Aussage, nicht runterschauen, wenn du Höhenangst hast. Genauso ist es im Leben. Du hast Angst vor dem Risiko und deine Eltern zwingen dich, runterzuschauen, sodass du noch mehr Angst bekommst und schließlich nachgibst und fällst. Wenn du aber daran glaubst, dass du schaffst, dann frisst du die Angst vor dem Risiko und wirst stärker. Du denkst nicht mal einen Bruchteil einer Sekunde daran, dass du fallen könntest und du kommst an dein Ziel. Du solltest mit so einer Leidenschaft deinen Beruf ausüben, dass es für dich eine Berufung wird. Du schaust nicht ein einziges Mal auf die Uhr. Nein, du fragst dich, warum die Zeit so schnell vorbei ist und du möchtest weiterarbeiten. Du gehst nach Hause und du arbeitest verdammt nochmal weiter, weil du Lust dazu hast. Arbeit ist in diesem Moment für dich nichts Negatives. Es ist absolute Freiheit. Und soll ich dir noch was sagen? Die erfolgreichsten Menschen der Welt, egal ob Rennfahrer, Forscher, Künstler, YouTuber oder seien es Autolackierer, sind immer die, die ihre Berufung aus Leidenschaft ausüben. Machst du deine Arbeit vom Herzen, dann wirst du besser sein als die anderen auf deinem Gebiet. Du wirst automatisch viel mehr Zeit investieren, weil du es aus freien Stücken machst und nicht nur, weil es dir jemand vorschreibt. Machst du einen Beruf aus Leidenschaft, wirst du keine Misserfolge haben, denn du wirst immer einer der Besten sein. Und jetzt sage ich dir noch etwas. Hast du jemals einen Tänzer getroffen, der dir gesagt hat, dass du nicht Tänzer werden kannst, dass es zu unsicher ist, dass du scheitern kannst? Hat dir ein YouTuber mal gesagt, dass es unmöglich ist, jetzt noch ein YouTuber zu werden und davon zu leben? Niemals, sobald jemand etwas schafft, wird er dir sagen, dass du es auch schaffen kannst. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Sobald ein Mensch etwas selbst nicht schafft, wird er dir auch sagen, dass du es nicht schaffen kannst. Warum solltest du es auch schaffen, wenn er es nicht mal hinbekommt? Leute, die dir sagen, du schaffst das und dies nicht, die haben selbst irgendwo im Leben einen Traum gehabt und versagt. Das ist das Problem. Du hörst von vielen Menschen, diese und jene Arbeit wäre finanziell gesehen zu unsicher. Weißt du auch warum? Weil es viel mehr Menschen gibt, die ihren Zielen nicht genug nachgingen und aufgaben, als so welche, die ihre Träume verwirklicht haben. Deshalb wirst du in riskanten Vorhaben immer mehr Gegenstimmen hören als Befürworter. Der Mensch möchte, dass andere nicht erfolgreicher werden als einer selbst. In jedem Moment, in dem er sagt, du schaffst es nicht, denkt er eigentlich nur an sein eigenes Versagen. Wenn du Tänzer werden willst und du weißt, dass du gut bist und du spürst, dass du das machen möchtest, dann sag ich dir verdammt nochmal, du wirst Tänzer! Hier kommt mein größter Tipp, sobald du bei einer Sache nur einen Moment darüber nachdenkst, ob es das Richtige ist,
Dann lass es. Denn dann hast du nicht nur ein Ziel vor dir, sondern auch immer Ängste hinter dir, zu denen du dich immer wieder umdrehst. Und dann stolperst du und du fliegst auf die Fresse. Verdammt, Leute, jeder weiß doch schon im Kindesalter, was er später machen möchte. Nur vielen ist es noch nicht bewusst. Deshalb, Leute, probiert alles aus. Findet eure Bestimmung und ihr werdet nicht wie alle anderen mit 18 dastehen und anfangen zu überlegen, wie es jetzt weitergehen könnte. Lasst Partys und Alkohol mal an einem Wochenende stehen und pusht euch selbst vorwärts, sodass ihr am Montag sagen könnt, ja Mann, ich bin weiter in meinem Leben, als ich es am Freitag war. Ein Schritt näher an eurem fucking Ziel. Verdammt Leute, ich saß vor 3 Jahren hier und habe mit meinem 8-Euro-Mikrofon Videos für 20 fucking Abonnenten gemacht und jetzt rede ich vor einem ganzen Stadion. Und ich denke nicht eine beschissene Sekunde darüber nach, ob ich das Richtige mache, denn das war für mich von der ersten Sekunde an klar. Findet eure erste Sekunde, macht euch Gedanken, lasst euch nicht unterkriegen und schaut, dass ihr früh damit anfangt, eure Träume zu verwirklichen. Auch wenn das, wie in meinem Fall, einfach nur mit dem Kauf eines beschissenen 8-Euro-Mikrofones beginnt und andere euch dafür nicht ernst nehmen können. Viele dieser anderen sitzen jetzt da und sind, was ihre Träume betrifft, genauso weit, wie sie vor 3 Jahren waren, schauen jetzt vielleicht dieses Video und denken sich, hätte ich ihn damals mal ernst genommen. Leute, macht euch einen schönen Tag.